Peter Harnitsch zeichnet zwar weich in der Kontur, aber hart in der Sache. So auch, wenn es um die vielseitige Persönlichkeit von Papst Benedikt XVI. Geht. Dessen Rücktritt habe ihn überrascht. Doch schwindende Kräfte seien nicht der einzige Grund. Als Karikaturist sind Sie ja eigentlich ein vielgefragter Verschwörungstheoretiker. Was vermuten Sie denn so? Ja, es wird viel geredet über dieses sogenannte Geheimdossier, was entstanden sein soll aufgrund des Verrats eines Kammerdieners. Ja, das ist ein Dossier, was niemand außer dem Papst oder seiner Umgebung zu sehen bekommen hat, zumindest soweit ich weiß. Und es hätte ja auch den Wählern des neuen Papstes, den Kardinälen, geschickt werden sollen, nur auf Wunsch oder Befehl, das weiß ich nicht, des Papstes Benedikt, ist das verschoben worden. Sie dürfen es erst sehen, wenn der neue Papst im Konklave gewählt und bestellt worden ist. Das lässt einen schon ein bisschen, naja, sagen wir zumindest, nachdenken. Es wäre mal sicher nötig, einen modernen Papst zu kriegen, vielleicht auch mal aus einem anderen Erdteil, vielleicht von einer aus Afrika kommen, vielleicht aus Südamerika, das wäre doch richtig schön. Dort glauben die Leute nämlich auch noch an so jemanden. Und die jungen Leute, die ja hier in Europa der Kirche weglaufen, mehr oder weniger, wären sicher damit auch zu motivieren, das wäre wirklich gut. Wir können heute ein Geheimnis lüften. In der Bayerischen Staatskanzlei ist im Bau ein Beichtstuhl, in dem dann vielleicht der ein oder andere Politiker, aber ich würde am Anfang gleich mal sagen, der Herr Seehofer hätte es sicher nötig, zur Beichte gehen kann. Und wer wird der oberste Beichtvater? Der ehemalige Papst Benedikt XVI. Und nach der ersten Beichte vom Herrn Seehofer hatte er folgende Gedanken.